Also eine Bogensekunde oder eine Winkelsekunde ist das gleiche und ich erkläre, was es ist. Wir haben jetzt hier ein Geodreieck und haben Winkel angegeben, so in Grad. Also wenn ich jetzt hier diesen Winkel da nehme, was ist das hier? Genau, also dieser Winkel sind jetzt 40 Grad. 40 Grad sieht man ja, 10 und bis 40 geht darüber. Und ich kann jetzt auch einen sehr kleinen Winkel mir raussuchen. Können wir ein bisschen weitermachen. So, der ist. Ich möchte einen einzigen Grad. Dafür ist der Stift eigentlich zu dick. Aber ich habe jetzt dünnere Stifte. Dann machen wir es nochmal. Gibt ja genug. So. 1 Grad. Ja, der Winkel. Ja, hier. Also wenn das hier so Alpha ist, ja, dann ist Stopp hier. Alpha gleich 1 Grad. Und den Winkel könnte ich jetzt in 60 Teile unterteilen. 1 Grad gleich 60 Minuten und die nenne ich dann Minute. Und eine Minute kann ich wieder in 60 Winkelsekunden unterteilen. Das heißt also 1 Grad gleich 60 mal 60 Winkelsekunden. Also 1 Grad gleich 3600 Sekunden. Also wenn ich diesen Winkel in 3600 Teile teile, ist einer davon eine Winkelsekunde. Die Frage ist natürlich, warum nehme ich nicht ein Dezimalsystem? Warum nehme ich nicht einfach, ja, 0,001 Grad ist auch ein sehr kleiner Winkel, ja, so ein Tausendstel Winkel und so. Das hat historische Gründe. Also man kann das jetzt einfach nur so Tausendstel Winkel und der hier, ja, eine Winkelsekunde ist ein 3600stel Winkel. Braucht man vor allem in der Astrophysik, da kommt die Winkelsekunde vor. Jo. Und dann kann man mit diesem Faktor 3600 ausrechnen. Also wenn irgendwas gegeben ist, 2 Winkelsekunden, dann macht man 2 mal 1 durch 3600 und dann hat man das Ganze in Grad. Und in diesem Gradmaß kann man es dann in Sinus, Tangens und so weiter eingeben. Jupp.